Also mir geht es darum, überall dafür Werbung zu machen, dass wir uns mehr mit Infrastrukturplanung, Verkehrsplanung und auch individueller Mobilität beschäftigen. Wir haben ja hier in Baden-Württemberg das schöne Beispiel, dass wenn wir uns nicht mit diesen Themen beschäftigen, dass wir auch wirkliche Probleme bekommen können, beispielsweise bei den Zulieferern, bei den Arbeitsplätzen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch nicht einseitig irgendwie einschränkt in Bezug auf eine bestimmte Antriebsform, sondern dass wir dieses Thema ganzheitlich sehen. Also Elektromobilität hat genauso ihren Stellenwert wie Wasserstoffantrieb, wie Brennstoffzelle, aber auch natürlich der Verbrennermotor ist sehr wichtig. Der wird auch in der Zukunft eine gewaltige Rolle spielen. Deswegen sollten wir den Verbrennermotor, auch den Dieselmotor, auch besonders hier in Stuttgart nicht verteufeln. Warum ist es wichtig, dass der junge Wirtschaftsrat sich mit Ihnen zusammen hier darüber unterhält? Also ich bin jetzt 41 und ich könnte sehr gut Menschen auch gebrauchen, die nicht nur mich bei meinen Positionen unterstützen. Der junge Wirtschaftsrat ist ja mittlerweile auch sowas wie eine Vorfeldorganisation der FDP, der Freien Demokraten, weil wir die gleichen Positionen haben und wir immer auch wissen, dass wir uns auf die CDU nicht verlassen können, wenn es drauf ankommt. Und ich hätte gerne mehr Menschen in der Politik, die ganz offensiv auch sagen, was Sie denken, wie man die zukünftige Mobilität auch strategisch organisieren kann. Weil uns fehlen zu wenig Leute, die sich strategisch Gedanken machen, wie man dann auch operativ auch Ziele umsetzen kann.